Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute ist der 6. Oktober. Donald Trump ist umgezogen vom Krankenhaus ins Weiße Haus. Die Märkte haben sich gestern darüber gefreut und wir schauen heute auf Gold, Euro-japanischen Yen und das Währungspaar britischer Pfund-Australdollar. Das da heute auf dem Schirm. Zunächst der Risikohinweis, wie immer, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das und ich sage schön fürs Zuschauen. Und alle, die jetzt sozusagen hier live dabei sind, nutzen sich ruhig die Chance, die Wunschmärkte von mir analysieren zu lassen. Dazu einfach die entsprechenden Informationen in die Chats eingeben, auf Zoom oder auch auf Facebook. Und dann kümmere ich mich direkt um das Ganze mit rein. Also, das der Weg dazu. Und wir schauen jetzt erst einmal auf die Tagesnachrichten. Wir hatten ja gestern einiges zum Thema Einkaufsmanager-Indizes, die haben, naja, nicht wirklich geliefert was die Analysten erwartet haben, teilweise schlechter auch als im Vormonat. Also das, das Bild ist weiter ähm, gemischt, aber wir haben jetzt hier an dieser Stelle keine gigantischen Abweichungen. Also es entwickelt sich alles, wir merken, das Thema Covid-19 ist wieder mit im Vormarsch. Wir sehen es, was passiert. Wir sehen, was in den USA los ist. Wir sehen, was in Europa los ist. Also diese Sachen haben wir heute wieder mal mit im Tag drinnen. Wir müssen schauen, was kommt. Ich denke, viel von den Märkten wird momentan auch bewegt. Durch das ganz, ganz große Thema in den USA. Nummer eins, wie geht es der Wirtschaft? Nummer zwei, was wird Paul heute Nachmittag sagen? Und Nummer drei, ja, Donald Trump. Das ist natürlich ähm, ein wichtiger Markttreiber. Wir haben gesehen, wie gut die Märkte gestern auf seine Entlassung aus dem Krankenhaus reagiert haben. Man muss schauen, was bei rauskommt. Ich möchte jetzt die Dinge, die er gestern getan hat, hier nicht werten. Das kann jeder für sich selbst tun. Wir haben gesehen, was der Markt. Daraus gemacht hat. Heute haben wir auch wieder ein paar Termine auf der Uhr stehen. Neben der Tatsache, dass weiterhin in China Nationalfeiertag ist, haben wir die Auftragseingänge der Industrie in Deutschland bekommen, und zwar für den Monat August. Und da haben wir einen Zuwachs von aktuell 3,3 Prozent auf 4,5 Prozent. Die Prognose lag nur bei 2,6 Prozent. Also, da ist die deutsche Wirtschaft hier im Thema Auftragseingang ein gutes Stück vorangekommen. Was bekommen wir heute noch mit Blick auf den Vormittag, den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe in Großbritannien? Dann spricht EZB-Präsidentin Lagarde. Das ist wichtig, da muss man auch hinhören. Ansonsten dann am Nachmittag hier meldet sich die Energieagentur in den USA mal eben zu Wort mit dem kurzfristigen Energieausblick. Das ist ein wichtiges Thema zum Thema Wirtschaftsentwicklung. Wenn die Wirtschaft, der Wirtschaftsmotor wieder anspringt und richtig ins Brummen kommt, müsste man das irgendwo auch an der Energie oder an dem Energiebedarf merken. Wir werden sehen, was hier entsprechend heute gesagt wird und was der Markt aus diesen Dingen macht. Ansonsten bekommen die Importe, Exporte und die Handelspolitik der USA. 15 Uhr spricht noch einmal EZB Präsidentin Lagarde, also die haben wir heute zweimal auf der Uhr. 16:40 Uhr spricht der Fed Präsident Paul, das hatte ich ja gestern auch schon avisiert, das ist eine sehr sehr wichtige Rede. Ich denke, er wird noch mal ähm, auf die aktuelle Lage eingehen und die Wichtigkeit von Subventionen, äh, das heißt von Hilfsmaßnahmen für die US-Wirtschaft noch mal herausstellen ähm, und dann wird man sehen, was zum Thema ähm, der Staatshilfen sein wird. Wir wissen ja gerade dass Nuncin und Pelosa äh, hier sozusagen an einem Tisch, naja, mehr oder weniger sitzen und versuchen sich zu einigen. Noch ist da keine Einigung da, aber man wird sehen, wie sich das Ganze hier vor der Wahl noch herauskristallisieren wird. Am Abend dann noch die API Rohöl Lagerbestände und jetzt habe ich es fast vergessen Thema Arbeitsmarkt haben wir auch noch heute wieder ein bisschen auf der Uhr und zwar um 16 Uhr die Joel's Stellenangebote hier an dieser Stelle das darf man nicht ähm, außer Acht verlassen wie dort die Stellen sind die höhere Nachfrage sollte auch hier Positiv für die Wirtschaft sein. Das ist der Blick in die Tagesnachrichten und damit gehen wir in die Charts hinein. Und ich habe auch schon gesehen, erste Wunschmärkte flattern mit rein. Die Frage hier, wie schätzen Sie britisches Pfund japanischer Yen ein? Da schaue ich natürlich sehr, sehr gerne auch mit drauf. Zunächst allerdings der Blick in, ja, na gut, jetzt ist er da. Ich wollte eigentlich mit dem Goldpreis anfangen. Ähm, aber gut, dann starten wir mal durch mit dem britischen Pfund. Austral-Dollar. Hier melden sich die Bullen wieder zu Wort. Wer das Währungspaar auf der Uhr hat, hat gesehen, was hier passiert ist. Am Zwischenlevel, am leichten Support um die 178, äh, 343, 42 in diesem Bereich hier unten haben wir es gesehen, zwischentief der korrektiven Phase. Hier drüben fing der Markt leicht an nach oben zu schwingen, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, was jetzt hier unten an dieser Stelle passiert. Nämlich die Tatsache, dass wir jetzt auch im Stundentrend die Aufwärtsrichtung fortführen und das könnte uns durchaus über die hohen drüber bringen. Ich schaue noch mal ganz kurz hier auf den Wochenchart und da sehen wir, wie stark der Abgabedruck ist. Und wir sehen auch sehr, sehr deutlich, dass wir weiterhin noch die hochs und die tiefst in fallender Region haben. Aber wenn wir uns mal anschauen, was hier passiert ist, schaut mal, wir haben hier eine extrem starke Abverkaufswoche gehabt und dann haben wir jetzt schon eine Woche, zwei Wochen, die steigend war. Hier eine unentschiedene Woche und hier die dritte Woche, die möglicherweise nach oben läuft. Und mit Blick auf das große Bild sehen wir. Schon die sage ich mal die Wichtigkeit der Marke hier ganz knapp um die 1,83. Diese Marke gilt es jetzt erst einmal zu überwinden, weil die war hier zwischendrin. Ja, der Anlupfbereich, hier war es der Widerstand, also das war das Drehlevel nach unten und das gilt es jetzt ganz genau auf der Uhr zu haben. Und das ist das Schöne an dieser Stelle, jetzt auch für die kurzfristigen Trader. Jetzt, wo wir wissen, dass der Markt tatsächlich nach oben will, steigende Hochs und steigende Tiefs abliefert, Stück für Stück, um wir nach oben trenden da wissen wir auch nächster Anlaufpunkt hier oben knapp 1,83 und wenn es darüber geht hier oben dieses größere Level hier dieses größere Widerstandslevel wir sehen hier haben wir einiges liegen an Werten auch drinnen ich sage mal ganz grob um die Marke von 1,84, 1,84, 5 in diesem Bereich. Das ist das, was wir durchaus auf der Uhr haben können. Und deswegen schauen wir uns das jetzt einfach nochmal im untergeordneten Trendverlauf an. Und ich mache es hier so, wie ich das immer mache, zur Hilfe sozusagen, zur Lesehilfe. Ähm, skizziere ich einfach mal das aktuelle Bild mit ein und wir sehen es. Schaut hier, erste initiale Bewegung. Der Abwärtstrend hier ist da noch nicht rausgenommen worden. Dann die Korrektur. Hier haben wir gesehen, höheres Hoch. Dann zack, er es tief entschuldigt. Dann zack hier oben über diesen wichtigen Bereich hier drüber rausgelaufen, hier über dieses Verkaufssiffel drüber. Schön Trendbildung gehabt. Dann die Korrektur und schaut mal jetzt im kleinen Fing der Markt hier an, nach oben zu trenden. Und jetzt haben wir schön auch im Stundenchart den Weg nach oben gerichtet. Und das bringt uns jetzt tatsächlich hier in die Situation, dass wir weiter nachdenken können, wie es nach oben weitergeht. Und da sehen wir jetzt auch schon die erste Stellschraube. Und zwar genau dieses Level hier, wo. Wo wir hier schon mal gedreht sind also knapp die marke von naja was haben wir hier 181 grob über den daumen 1817 ja grob bitte einfach nur mal das bild hier anschauen wir wissen im währungstrading wie auch bei den indizes oder den rohstoffen es geht da selten um die letzte nachkommastelle sondern immer um den bereich worum es geht also ganz grob hier dieser bereich hier oben da werden wir sehen was los ist rein technisch gesehen können wir schon mal sagen wenn wir hier die korrekturtiefe haben und die diese Korrekturtiefe einfach mal nur oben drauf setzen, ist erstmal der Weg aus diesem unten raus mal locker bis 1,824 möglich. Hier bei 1,82 knapp 9 haben wir das Zwischenhoch oben liegen. Diese Marker sollten wir tatsächlich oben rauf auf der Uhr mit haben. Das wäre schön die Umkehr, das wäre die Bestätigung von dem, was wir auf der Tagesbasis gesehen haben. Und wenn wir dann tatsächlich hier die 1 knapp 83 rausnehmen, jetzt raff ich das Bild mal kurz etwas zusammen. Da sehen wir, wo es danach auch weitergeht. Kann also erst einmal wir haben hier noch deutlich Luft nach oben. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 tatsächlich, wenn wir hier rausgehen über dieses Level oben rauf, also hier diese 1 knapp 83 rausnehmen, dann haben wir die Marker, die nächsten drin liegen. Und schaut es euch an, hier oben, da haben wir noch ein kleines Zwischenhoch, was wir gut in der Stunde sehen, um die 1, 83 20 oder 22 hier in diesem Bereich. Ja, und dann hier oben drauf. Sorry, das hier, dieses Level hier oben um die 1,84080. Das sind gute Marker für die Longseite, wenn hier nach oben alles wegfliegt. Und wir haben ja gesehen, wie die Dynamik sich hier in diesem Währungspaar auch nach oben entwickeln kann. Das ist die Chance der Bullen, die jetzt durchaus ergriffen werden kann. Aber. Kein bullisches Bild ohne ein bärisches Bild. Ich schaue ja immer morgens drauf, wo wir gute Drehpunkte auch haben und wo wir auch gute Bewegungslevel haben, gerade auch, dass die kurzfristigen Schwäder hier mit zum Zuge kommen. Ja, und da muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, wir sind jetzt hier natürlich hier, wenn wir uns mal die letzten beiden Stundenkerzen anschauen, doch schon sehr dynamisch hochgelaufen. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir hier in diesem Bereich um die 1816, 1,817 so ein bisschen verharren, wenn wir da korrektives Level bekommen. Für diejenigen, die im kleinsten traden wollen, da wird es jetzt natürlich erstmal interessant, hier unten das Level zu sehen am Tief der Stundenkerze. Aber wenn wir uns einfach mal auf den untergeordneten Trendverlauf konzentrieren wollen, wo wir wichtige Level haben, dann ist jetzt hier natürlich das Stundentrend, die Stundenkerze ist mit da. Aber wenn wir einfach mal aufs Trendige sprechen wollen, dann haben wir hier natürlich auch ein paar Punkte liegen, die wichtig sind. Das wäre zum einen hier dieses Schublevel nach oben um die 0,89. Dann hätten wir hier im Kleinsten dieses Ausbruchslevel hier um die 1,8140. Das sind die nächsten Anlaufpunkte und dann können wir uns durchaus auch auf die Zwischentiefs konzentrieren. Das heißt, das wäre hier unten mal die Markt um die 1, naja, 83 in etwa beziehungsweise ohne den Stundentrend jetzt auf der Uhr rauszunehmen, die Marke von knapp 1,79,9. Das sind die Marker, die wir unten haben, durchaus mit Blick auf dieses Währungspaar. Wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen was an Korrektur sehen. Einfach nur hier in diesem jetzt nach oben laufenden Aufwärtstrend. Also für die kurzfristigen Trader ist hier auch nicht unbedingt Langeweile angesagt mit Blick in britisches Pfund Australdollar. Wir machen weiter mit dem Blick in Euro, japanischen Yen. Auch hier ein Chart mit durchaus bullischen Avancen. <laughs> gestern habe ich hier schon, <laughs> Entschuldigung, gestern habe ich hier schon gesehen, es könnte sich. Unter Umständen ein bisschen was Positives für die Longside entwickeln. Ähm, wo kommt es her? Wo kommt diese Idee her sozusagen? Man muss hier ein paar Dinge sehen, die ineinander spiegeln sich. Also, erstens natürlich, wir haben jetzt hier mit Blick auf den Tag ganz klar. Hier, wir sehen es, da muss man keine Koryphäe sein. Definitiv einen Abwärtstrend. Das ist das, was wir auch da haben. Das ist ganz klar. Als nächstes haben wir hier unten in diesem Bereich um die Marke von 1,22,4 eine leichte Bodenbildung gehabt und von dieser Bodenbildung ist der Markt dann sehr dynamisch nach oben gelaufen und hat ein schönes Korrekturmuster gemacht. Nämlich hier, schaut mal, wir haben sowas in der Art wie eine Flagge, die hier mit gelaufen ist. Also hier in diesem Bereich und aus der Flagge kam gestern der Ausbruch nach oben, hier der Schub. Das war etwas sehr sehr kurzfristiges. Für mich als, äh, sag ich mal, jemand, der das Ganze aber gerne auch als Zwing auf der Uhr hat und wo ich ganz genau weiß, wenn wir sowas, was wir jetzt haben, sehen Um... Dass wir da durchaus noch ein Stück weit nach oben laufen können, nämlich ohne weiteres locker mal hier oben rein, in den Bereich von 1,264 1265, haben wir ja noch einiges an Potenzial zur Oberseite. Und da ist es jetzt wirklich sehr, sehr interessant hinzuschauen. Warum ist es interessant? Schaut euch das mal an, was wir hier an dieser Stelle haben. Dieser Bereich hier ist einmal ein ordentliches Widerstandslevel. Ja, das können wir nicht wegdiskutieren. Das ist einfach da. Wartet, ich mache das mal kurz ein bisschen dünner, weil ich brauche es gleich noch im Stundenbereich. Da ist es. Schön, wenn wir es hier etwas dünner sehen. Also, dieses Level hier oben, die 1,24, äh, 53, 54, das war mal Support, deswegen ist es hier noch grün. Jetzt ist es eher Widerstand. Und jetzt kommt es hier wirklich drauf an: findet der Markt hier noch dynamische Käufer zur Oberseite oder bekommen wir hier die Chance einer Umkehr und wieder die Trendaufnahme, also wieder in Richtung des hier laufenden Abwärtstrends? An dieser Stelle bitte, da wird der ein oder andere sagen, Wieso den Abwärtstrend? Wir haben doch hier ganz klar einen Aufwärtstrend. Also, um das nochmal ganz klar festzusehen, hier, logisch, ganz klar, können wir nicht aus dem Weg räumen, ist ein Aufwärtstrend. Steigende Hochs, hier, steigende Tiefs, sehr schön. Was wir hier auch sehen, wir sehen Bewegungs- und Korrekturarme, die trenden, ja. Und das ist halt der Punkt. Der kurzfristige Trader bezieht sich auf den aktuellen Trendverlauf. Und das ist momentan hier der Abwärtstrend. Nichtsdestotrotz können wir hier unter Umständen jetzt tatsächlich eine Umkehr aus der Korrektur hier unten sehen. Weil wenn wir uns das Bild mal kurz auf Wochenbasis anschauen, dann sehen wir schon ganz klar, was los ist. Hier ist der Aufwärtstrend. Das ist der, den ich einskizziert hatte an dieser Stelle. Also hier schaut Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja, ganz klar. Ist jetzt da, hier gab es dann den Trendwechsel, die Umkehr im großen Bild, hier die Schwäche oben reingekommen. Ist alles ganz klar, alles schön zu sehen. Aber wir kommen hier aus einer tiefen Korrektur die jetzt nach oben schiebt. Und die hat durchaus Potenzial, auch weiter nach oben zu laufen. Und das ist das Drehlevel, was ich gerade auch besprochen habe, was jetzt wirklich interessant ist. Und da gilt es jetzt absolut gut hinzuschauen. Denn wenn wir hier oben nur eine Korrektur sehen und nach oben wegfliegen, dann haben wir wirklich die Chance, zur Oberseite reinzulaufen. Oder? Wir kriegen hier oben im Widerstandslevel einfach nur wieder eins auf die Mütze. Also nicht wir, sondern die bullischen Trader, die sich sagen, okay, hier geht es jetzt nach oben, die Bullen wollen jetzt durchstarten, dann dreht es wieder rum aber das ist noch lange nicht entschieden, aber der kurzfristigen Trader haben wir Chancen und deswegen gucken wir uns das Ganze in der Stunde mal an und in der Stunde sehen wir aktuell doch einen sehr, sehr starken Markt, den wir hier drinnen haben, ja, also jetzt nicht einfach so die, die, die Bullen vom Tisch wecken und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein, ein, ein Verkaufssignal dort oben, das ist bei weitem noch nicht so, wir haben jetzt momentan hier eine Korrektur, die aktuell auf sehr, sehr hohem Level ist. Also wir haben hier keinen Abverkauf über sozusagen die Zeit, äh, die, die Preisleiste, sondern wir laufen oben über die Zeitleiste an dieser Stelle, ja. Hier schön... Zur Seite hinweg. Also, das ist eine Korrektur auf hohem Level. Heißt also, wenn der Markt hier tatsächlich hoch bleibt, ist das ein Stärkezeichen. Und wenn wir dann nach oben wegfliegen, dann haben wir durchaus die Chance, hier schön nach oben mit reinzulaufen. Und auch hier möchte ich die untergeordneten kurzfristigen Level einfach mal mit anzeigen, weil da steht auch einiges auf der Uhr, was wir hier zur Zielplanung mit nutzen können. Hier, schaut mal, der nächste Anlaufpunkt wäre mal hier, wenn wir dieses Widerstandslevel überschritten haben. Die Zwischenhochs, die sind sehr. Sehr, sehr wichtig und da haben wir hier die Marke von 125 als nächstes Zwischenhoch hier die sind gar nicht so weit weg die Anlaufpunkte wo wir gesehen haben der Markt hat verharrt hier oben die 1257 die 1259 und hier die 1 was haben wir hier die 1261 das sind sehr, sehr wichtige Marker. Und dann hier noch ein Level, was durchaus auch Marktbeachtung finden könnte. Und zwar hier das Drehlevel. Also diese Marke, wo wir hier aus der Korrektur heraus deutlich nach unten rumgedreht sind. Das hier, da haben wir die Marke von ganz grob mal auch über den Daumen hier, der Metatrader geht da auch nicht magnetisch ran, die Marke von 1,2525 bis 1,253, diese Level haben wir oben, wenn wir tatsächlich oben drüber fliegen, das heißt hier, ich ziehe mal auch eine Marke drauf, wenn wir hier zur Fortsetzung des Trends kommen, bei Kursen von über 124,70, das wäre hier das bullische Szenario, ansonsten wie schon gesagt, Short-Szenarien sehen wir natürlich im Markt auch als korrektive Phase zum Aufwärtstrend, da hätten wir einmal hier den Ausbruchsbereich um die Marke von 1,24,24, beziehungsweise dann hier unten dieses größere Drehlevel hier um die Marke von 1,23. Also das hier unten sozusagen ein größerer Schwungbereich, wo wir auch entsprechend den Support haben. Mache ich gleich mal grün, damit es vom Fokus her gleich bleibt. Und das Ganze hier als Support auch mit wahrgenommen werden kann. Und da haben wir hier unten, wie schon gesagt, die Marke von knapp 1,23. Da ist nach unten auch einiges zu holen. Und diejenigen, die es tun wollen, das heißt, die tatsächlich unten reinschauen wollen, denen sage ich, schaut auf die Unterseite dieser hohen Flagge. Das nach unten verlassen, dieses Korrekturmuster, würde hier an dieser Stelle bedeuten, dass wir hier tatsächlich in den korrektiven Modus reingehen. Und da schauen wir uns das Ganze nochmal kurz im 5-Minuten-Arm an, weil in diesen kleinsten Dingen braucht man natürlich auch engend Kursziele, sonst fliegt man weg. Und wie ich schon gesagt, brechen wir hier unten durch, wäre mal tatsächlich als erstes Anlaufziel hier die 1,24, ähm, knapp 24 zu sehen. Also dieser Drehbereich hier oben äh, in diesem Level und danach hier an dieser Stelle, wenn wir es mal nach unten ziehen... Die wichtigen Swing-Lows, die wir sehen. Also da hätten wir einmal hier die 1,23 knapp 75, ähm, dann hier so dieser Drehbereich um die 1,24,1. Ja, und dann geht es schon deutlich tiefer hier unten rein. Da muss man wirklich sehen, bekommen wir wirklich so eine tiefe Sache, dann wäre es eher ein Schwächezeichen. Rückkehr in die alte Richtung des übergeordneten Abwärtstrends. Das muss man dann ganz klar auch mit auf der Hand haben. Das sind die Sachen, die wir hier momentan im Verlauf des Euro-Japanischen Yen auch mit sehen. Wie schon gesagt, wir müssen schauen, wo wir herkommen und nach oben hin müssen wir natürlich auch sehen, wir haben viel Potenzial, wenn der Markt tatsächlich oben drüber fliegt. Und damit gehen wir jetzt direkt in den Goldmarkt rein, bevor ich mich dann den Wunschmärkten sozusagen auch widme. Ja, Gold. Moment. Hier. <laughs> Was für ein Markt. Crazy. Schön aufwärts gerichtet. Hier ist er drinnen. Ganz groß, übergeordnet. Schön. Der Aufwärtstrend ist auch schön. Das, was wir jetzt hier im Chart der Woche sehen. Also ich habe hier gerade den Goldchart auf der Uhr im Wochen, äh, in der Wocheneinstellung. Ja, und wir sehen hier ganz klar einen Markt, der schön nach oben will. Einen Markt, der im Bereich von, äh, muss ich sagen, 1. Ähm, 84, äh, quatsch, 1849 so rum hier den Weg nach oben sucht. Wir sehen es, das Support-Level hier unten, Doppelboden gefunden, eine Woche drauf, ein Stück hoch, zweite Woche drauf, wieder hoch. Jetzt läuft der Markt nach oben. Aber wir sehen es hier, und das ist das, was ich gleich auch in den kleineren Zeiteinheiten beleuchte. Das Level, wo wir momentan stehen, ist ein Widerstandslevel. Ja? Und das ist jetzt, hier kommt es jetzt ganz genau drauf an die Feinheiten die wir hier haben, weil für das bullische Szenario ist es einfach unabdingbar, dass wir hier über das Vorwochenhoch nicht nur anlupfen, sondern wirklich auch deutlich nach oben drüber laufen. Ich habe hier zur Hilfe mal diese fallende Abwärtstrendlinie reingezeichnet. Da haben wir sozusagen das fallende Dreieck. Und da wäre es jetzt natürlich für das bullische Szenario sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir hier tatsächlich oben drüber laufen. Und beim Thema Gold habe ich es ja auch schon öfter gesagt: das Thema Korrelation zum US-Dollar. Wenn der US-Dollar weiter schwächelt, spielt das dem Gold sehr, sehr gut gut in die Karten, das sehen wir ja momentan auch beim Währungspaar Euro, US-Dollar, der steigt ja auch wieder an, das heißt, das hat auch ein bisschen was mit der Dollarschwäche zu tun und das ist auch das, was wir hier sozusagen im ähm, Goldpreis momentan auch sehen, der Schwung oben drüber wäre hier das bullische Szenario und der Start sozusagen der Initialzündung für die Wiederaufnahme der Bewegung. In Richtung Allzeit hoch. Und das haben wir ja hier oben um die Marke von 2075 US-Dollar stehen. Das ist also das, dass wir jetzt mal in aller, aller Ruhe ähm, ohne großes Grundrauschen hier im Wochenchart mit rausschauen können. Das einfach mal zur Einschätzung der aktuellen Gesamtlage. Wir hatten ja gestern im Kleinstbereich schon mal über Gold gesprochen, also im kleineren Bereich. Aber wir brauchen jetzt einfach auch mal den Blick von oben, damit wir besser planen können. Und wie schon gesagt, solange wie wir uns hier in diesem Dreieck aufhalten, halten wir uns halt auch unter diesem Widerstandslevel auf und da müssen wir wirklich drüber, wenn der Markt das nicht schafft, dann spielen die ganzen Long-Szenarien momentan noch keine Rolle, dann fällt das Gesamtbild wieder um und wir laufen wieder die Unterseite an und dann bekommt hier unten das Support-Level um die 1849 weiterhin zu tun, fallen wir da drunter, sehen wir auch schon hier ich ziehe diese Linie mal ganz kurz äh, hier an dieser Stelle ran 1755 ist hier dieses Kauflevel in etwas. Ja, und das sind die Marker, die wir hier definitiv auch mit haben. Hier an dieser Stelle, da wäre der nächste, das nächste Auffallangriff, sollten wir tatsächlich drunter fallen. Das müssen wir ein bisschen auf der Uhr mit haben, aber momentan schaut es so aus, als wenn der Goldmarkt eher die Oberseite anspielen will. Aber die Abreisszenarien von diesem Widerstand, die sind noch längst nicht aus dem Weg geräumt. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an hier an dieser Stelle im Verlauf des Stundencharts. Und da Sehen wir an dieser Stelle schon mal ein paar schöne Marker. Ich muss mal ganz kurz hier kurz markieren, was wir jetzt noch brauchen. So, das ist also erstmal das. Diese Dinge, die wir jetzt hier sehen, die werden für uns hoch, hoch interessant. Warum? Jetzt sehen wir mal, wenn wir uns den Tageschart anschauen, was diese von mir gerade gezeigte Widerstandslinie hier für eine Bedeutung hat. Die liegt im Bereich von knapp 1910 US-Dollar und ist halt der Bereich, als sich dieser Trend nach unten hier weiter ausgebaut hat und wir wieder in die Abwärtsrichtung gedreht sind und zum, äh, sag ich mal, ähm, Test dieser unteren Marke bei 1849 auch mit angesetzt haben. So, jetzt laufen wir nämlich schön hier hoch. Aber was ist das denn im Kontext zu genau diesem Markt? Das ist nur die Korrektur innerhalb dieses laufenden Abwärtstrends. Und hier, das ist jetzt wieder so der Punkt. Da ist es jetzt sehr, sehr wichtig zu schauen, welchen Kontext tradet man denn. Das heißt, welcher Chart gibt mir die Richtung vor. Und da muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, wer den Wochenchart tradet, der hat hier durchaus gut die Chance, sozusagen reinzulaufen. In die Korrektur und dann die Korrektur nach unten mitzunehmen, weil wir haben mit den Abwärtstrend. Ne? Und bis der Abwärtstrend rausgenommen worden ist, nach oben hin sozusagen 1973, das ist halt die Marke. Da fliegt uns erst der Abwärtstrend auf Tagesbasis um die Uhren, zumindest der, den wir hier momentan am Laufen haben. Solange wie das nicht der Fall ist, ist hier alles korrektive Phase. Heißt also an dieser Stelle, eine Umkehr ist definitiv nicht ausgeschlossen. Und das ist der Punkt, wo wir dann schauen müssen, dann kommt das Support-Level hier unten wieder zu, zu, zur Rede. Aber schafft es der Markt tatsächlich nach dem Stärkezeichen von gestern? Oben drüber zu gehen, schauen wir uns in der Bestätigung gleich nochmal an. Heißt das, wir laufen hier in diesem Aufwärtstrendkanal weiter nach oben und der erste Anlaufpunkt ist dann hier dieses Zwischenhoch um die Marke von 1973 US-Dollar. Und damit würden wir dann auch über diese blau markierte Abwärtstrendlinie drüber laufen. Das ist das, was wir sozusagen gerade gesehen haben hier im Wochenchart. Das ist das, was hier so nach unten läuft, diese Linie dort rein. Das ist das. Da laufen wir dann drüber und das wäre dann die nächste Bestätigung für das Umkehrsignal auf der Wochenbasis. Also hier, wie schon gesagt, Woche. Ist weiterhin aufwärts gerichtet. Umkehrsignale geben das Kaufsignal auf Wochenbasis. Für diejenigen, die es kurzfristig traden, sehen jetzt hier aktuell lediglich die Korrektur und die müssen dann schauen, wenn es da mal den Rutsch nach unten gibt, könnte hier einfach nur eine Gegenbewegung einsetzen. Und das ist jetzt das Interessante. Die kurzfristigen Trader die setzen dann nicht auf eine Trendfortsetzung hier unten durch, sondern die setzen einfach auf einen Rutsch nach unten, weil es könnte ja dann passieren, dass wir hier einen kleinen Schub nach unten bekommen. Das heißt hier eine kleine Gegenbewegung, Ausbruch nach unten sozusagen, Luft holen, um dann nach oben zu laufen. Ja, das sind die Szenarien, die durchaus passieren können. Deswegen schauen wir auch immer die Drehpunkte im untergeordneten Bereich mit an. Aber wie schon gesagt, die Long-Seite ist momentan sehr sehr interessant. Die Short-Seite darf man hier allerdings als aktiver Trader definitiv noch nicht außer Acht lassen. Heißt also jetzt einmal der Blick in den Trendverlauf der Stunde und da wird es interessant. Nein, wir gehen mal in den vier stunden chart rein, da sehen wir das Ganze ein bisschen besser. Da wird es jetzt nämlich sehr, sehr interessant, denn wir sehen hier momentan ähm, einen Aufwärtstrend, der läuft, aber wir sehen auch, dass dieser Aufwärtstrend ein bisschen angeschlagen ist. An was sehen wir das? Hier oben, wir sehen steigende Hochs, die sind ja typisch für einen Aufwärtstrend. Was aber untypisch für einen Aufwärtstrend Trend ist, dass wir Fallende tief sehen. Tja, das ist das Bild und das ist das Bild, was uns hier zeigt, der Markt ist hier sage ich mal in diesem Widerstandsbereich jetzt nicht einfach mal zack nach oben hochbullisch unterwegs, sondern er verharrt und jetzt müssen wir hier einfach nur darauf achten, was an dieser Stelle passiert, denn wie schon gesagt, ich habe es gesagt, wenn wir uns tatsächlich hier über das Zwischenhoch wegsetzen, also hier über diese Marke oben drüber laufen, ja, dann nehmen wir das Level hier oben raus, die 1919 US-Dollar Marke und dann ist das die Bestätigung, dass der Markt tatsächlich erst einmal nach oben möchte, über dem Widerstandslevel verharrt ähm, und dann liegen die nächsten Anlaufpunkte ganz klar auf der Hand im Kurzfristbereich hier Richtung dieser Marke von 1973. Das war das erste Anlauflevel, was ich gerade im Tag auch gezeigt habe. Das Level haben wir und zwischendrin die Anlaufpunkte sind ganz klar. Nummer 1, der Drehbereich hier oben, das ist die Marke von knapp 1937. Da sehen wir, da ist der Markt hier oben wieder umgedreht und deutlich in die Abwärtsrichtung gegangen. Das raus. Zu nehmen wäre auch ein sehr, sehr bullisches Level, und dann können wir uns hier auf Zwischenhoch konzentrieren, das kleine untergeordnet bei 1960 US-Dollar. Und dann steht hier schon die 1973 da, und das sind die Marker, wo hier so einiges ineinander fließt für die Long-Seite, wo wir auch wirklich sehen können, wer kommt denn nach uns ins Spiel und wer kann den Markt schön nach oben entsprechend vorantreiben. Grüße hier übrigens auch an die Zuschauer, die vom Seminar zuschauen. Genau das sind ja die Marker, die wir uns rausgesucht hatten, solche Sachen und die Fragen zu. Beantworten, wer nach uns kommt, die wissen, was da los ist an dieser Stelle. Also der Goldpreis nach oben hin durchaus interessant. Die Unterseite, wie schon gesagt, nicht uninteressant, weil wir sie momentan in der Korrektur des Tagestrends und wie schon gesagt, wenn wir Umkehrsignale bekommen, entweder direkt jetzt hier oder man weiß ja nie, was hier oben bei 1.937 passiert, wenn wir die dann wieder drin haben, dann können wir uns sehr, sehr schön auf der Unterseite auch bedienen, erst einmal natürlich hier, was wir sehen im größeren Bild, der Drehbereich hier bei 1.884 und dann, ich ziehe es jetzt einfach mal ganz kurz ein Stückchen hoch, im feinen kleinen Schaut mal hier unten, dieses Level um die 1.889, 1.890, das sind wichtige Zähler. Und dann können wir uns hier unten weiter nach unten hin schlängeln, hier auf den Drehbereich hier, als wir diesen Aufwärts äh, Abwärtstrend komplett rausgenommen haben bei 1.877. Das sind durchaus Level, die bei den aktuellen Schwankungsbreiten sehr, sehr interessant sind. So und jetzt gehe ich nochmal eine Stufe nochmal tiefer für die ganz kurzfristigen Trader, die wir hier haben. Und schauen uns mal den letzten Bewegungsarm hier an. Das heißt, das, was wir hier haben, sozusagen nach oben laufend. Dieser Bereich, den schauen wir uns jetzt nochmal an, weil das ist jetzt interessant. Sollten wir jetzt direkt schon ein Abprall-Szenario bekommen, dann können wir gerne hier drauf schauen und das Ganze sozusagen damit reinnehmen in die Planung. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier in den kleineren Verlauf rein. Das sind jetzt die 15 Minuten so rum, weil im Kontext zu, fünf, äh, zu den vier Stunden ist die 15 Minuten der verlässlichere Zeitrahmen. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal anschauen wollen, dann sehen wir, der Markt trendet hier schon nach unten. Ich nehme mal kurz den höheren Zeitrahmen raus und den tieferen auch. Und dann sehen wir hier an dieser Stelle, was ich meine. Das heißt, das ist jetzt mal so ein bisschen die Schwächephase, die wir hier reinbekommen. Ne? Seht mal, der Markt hat jetzt angefangen, hier in die untere Richtung reinzugehen, also ist abwärts gerichtet. Und wenn sich das Ganze nach unten fortsetzen sollte, also wir hier unter dieses Level hier unten drunter laufen, das wäre dann das Zeichen, dass wir erstmal hier in diesem Widerstandsbereich noch verharren und wenn wir dann unten drunter wegfliegen, also diesen Arm hier weiter korrigieren, dann sehen wir die Anlauflevel, die wir hier an dieser Stelle brauchen für die Tradeplanung und da können wir uns orientieren hier erstmal am Umkehrbereich, als diese schöne Aufwärtsdynamik kam, das Level um die 1900 US-Dollar ja und dann kurz unten drunter haben wir schon das Zwischenhoch bei 1900 bei 1800 knapp 98 US-Dollar. Das sind mal die Anlaufpunkte, die wir unten drunter haben für einen kurzfristigen Rücksetzer, ohne das bullische Bild außen vor zu lassen. Erst dann, wenn wir wirklich unten drunter laufen aus dem Ganzen und wir tatsächlich hier in die tiefste Korrektur reingehen, das heißt hier unten dieses Zwischentief rausnehmen, was wir hier unten haben, das ist hier unten das Level um die 1887, dann ist dieser Aufwärtstrend Geschichte und dann haben wir erstmal wieder die Umkehr und dann sehen wir halt diesen Fortlauf weiter in die Spitze des Dreiecks rein. Wenn ich zusammenraffe, sehen wir es noch hier. Nein, Moment, wir gehen mal auf den Tag rauf. Da sehen wir, wie dieses Dreieck nach unten verläuft und das wäre dann wirklich das ganz, ganz klassische Abreißszenario aus diesem Bereich und dann laufen wir einfach ins Dreieck tiefer rein und die Entscheidung, ob jetzt nach oben oder nach unten sich die Kurse deutlich entwickeln, wird etwas nach hinten verschoben. Das ist der Blick in Gold und dann kommt. Kommen wir zum Wunschmarkt, und zwar britisches Pfund äh, japanischer Yen. Und dann haben wir noch britisches Pfund norwegische Krone. Die schauen wir uns natürlich sehr, sehr gerne an. Wir starten mal zuerst mit dem ersten Wunschmarkt, und zwar britisches Pfund japanisches Yen. Haben wir hier wie immer der Blick in den Tageschart und auch hier sehen wir einen sehr sehr schön nach oben laufenden Markt. Der ist ein bisschen anders als äh, das Yen, was wir uns vor uns zusammen mit dem oder als der Yen, als wir uns vorhin äh, im Euro angeschaut haben. Der Euro steht schon in einer etwas anderen Stelle. Wir sehen hier sozusagen in diesem Chart hier oben dieses Level um die Marke von 138 und knapp 35. Das ist der nächste Widerstandsbereich, den wir da tatsächlich oben drinnen liegen haben. Den müssen wir auf der Uhr haben. Das ist mal der Weg nach oben. Ansonsten können wir hier gleich, also genauso vorgehen, wie wir das gehabt haben, gerade im Währungspaar Euro-Japanischer Yen. Wir haben hier einen wichtigen Bereich rausgenommen. Das ist jetzt hier relativ klein. Ich zoome es mal kurz ein bisschen größer. Wir haben hier einen wichtigen Bereich rausgenommen. Und wir trennten hier untergeordnet auch schon hoch. Und hier wird es jetzt wirklich wichtig, was passiert hier am Tageshoch von gestern. Ja, diese Marke, die ist wichtig. Da muss es drüber gehen, damit wir die bullischen Tendenzen auch weiter aufwärtsgerichtet am Laufen halten. Und das sind die Marker, die wir uns jetzt hier mal im Kleinen noch anschauen. Das heißt, ich klicke mal eben ganz kurz in den Stundentrend rein. Und hier sehen wir beim Euro-japanischen Yen genau das Gleiche, wie, oder haben wir beim Euro-Yen genau das Gleiche gesehen, wie das, was wir jetzt im britischen fund japanischen Yen sehen hier an dieser Stelle ein kleines, ein hohes Level, das heißt, wir verharren hier in der Korrektur auf einem sehr sehr hohen Bereich und wenn wir das nach oben wegschieben, dann haben wir wirklich gut die Chance hier uns über dem Tageshoch von gestern zu etablieren. Wie schon gesagt, das Support-Level unten drunter dürfen wir nicht vergessen hier, also dieser untere Bereich knapp 137,1 bis 150, ähm, das ist jetzt mal der Bereich und wenn wir hier oben drüber wegfliegen, heißt das Trendfortsetzung. Dieser Aufwärtsdynamik hier und dann können wir uns wirklich zur Oberseite hin orientieren. Wenn wir in den 4-Stunden-Chartblick schauen, sehen wir das Ganze auch noch ein bisschen deutlicher. Schöne hohe Flagge hier an diesem Markt und dann das nächste Anlauflevel definitiv hier, die 138, knapp 35. Durchaus sehr, sehr interessant, wenn der Deckel hier entsprechend wegfliegt. Ansonsten. Wenn wir uns die Unterseite mal anschauen, ganz klar hier, ich hatte es gerade auch gezeigt: 136,6 haben wir hier ein Drehlevel. Da sind wir hier über einen wichtigen Bereich komplett drüber gelaufen. Das ist eine Marker, die könnten wir kurzfristig durchaus nach unten antesten, wenn wir hier oben nicht durch die Oberseite ausbrechen, sondern der bärische Charakter hier zum Tragen also der bullische Charakter nicht zum Tragen kommt. Wir also nicht nach oben wegfliegen, sondern die Unterseite anlaufen, dann haben wir hier mal relativ schnell den Test der 1366 auf der Uhr. Das der Blick in Pfund japanisches Yen und dann noch britisches Pfund, norwegische Krone mal schauen, hier ist es da das ganze auch der Blick in den Tag erstmal rein. Wir sehen hier weiterhin die Gegenbewegung nach dem Test dieser sage ich mal Verkaufszone hier oben. Wir sehen es, das war das Widerstandslevel äh, hier oben in diesem Bereich. Also mal ganz grob gesagt hier über den Daumen die Marke von 12.12 äh, äh, 12. das Ganze hier zu sehen. Jetzt haben wir hier eine Flagge und da stellt sich tatsächlich die Frage, was ist denn das jetzt hier? Was haben wir denn da? Das ist so ein bisschen weder Fleisch noch Fisch. Das ist ein ganz, ganz klassisches Abrallszenario erstmal hier oben drauf ähm, aus einer Trading Range und diese Trading Range können wir schön mit anzeichnen. Wir haben hier unten sozusagen den Boden liegen, also die Unterseite der Range ähm, und hier oben hatten wir sozusagen den Deckel oben drauf, die Oberseite der Range. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, fängt sich der Markt wieder oder dreht er tatsächlich komplett nach oben unten weg und das Thema fängt sich der Markt, ist halt sehr, sehr interessant, weil wir haben hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, irgendwo so ein bisschen auch das Thema Median der Range. Und wenn wir da tatsächlich Kaufstärke reinbekommen sollten, wäre das sehr, sehr positiv zu sehen, denn wir sehen hier an dieser Stelle, wenn wir das mal so sehen wollen, schon eine Flaggenformation. Ähm, rein von der Aussage Kraft her, je tiefer so eine Flagge läuft, je schlechter ist das für die Kraft bezogen auf die Vordynamik, weil wir sind ja hier schon sehr, sehr dynamisch nach oben gelaufen. Und je tiefer so eine Korrektur läuft, je mehr ist ja auch notwendig, um wieder nach oben rauszukommen. Also, je eher das Ganze hier ausbricht, je besser ist das an dieser Stelle natürlich. Das müssen wir ganz klar konstatieren. Äh, aber der Ausbruch nach oben wäre halt bullisch zu sehen. Das heißt, sobald wir sehen, dass wir untergeordnet hier wieder den Schub nach oben bekommen, wäre das das Ausbruchssignal. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz im Laufe der Stunde noch mit an. Das heißt, hier auf dieser Stelle sehen wir schön die Aufwärtsbewegung, die dynamische über das wichtige Widerstandslevel. Und jetzt sehen wir den. Den Markt hier nach unten trennten und in dem Moment, in dem wir hier jetzt wieder einen Aufwärtstrend bekommen und wir tatsächlich aus dieser Flackenformation ausbrechen, also hier oben wirklich, wenn man wir das mal so ein bisschen miteinander verbindet, da oben drüber laufen, das wäre das Ausbruchsszenario. Und wenn wir dann hier sozusagen schön nach oben anfangen zu trenden, einen Aufwärtstrend bilden, das wäre sozusagen die Bestätigung des Weges nach oben und hier haben wir dann auch gute Anlaufmarker, nämlich wenn wir das dann haben hier, schaut mal, diese Bereiche, die ich hier vorhin. In der Stunde äh, so nicht gesehen habe, weil wir es einfach zu klein hatten. Hier haben wir sie da. Also wir haben deutliche Punkte zur Oberseite hin, die wir durchaus aus der Stundenumkehr mit rausnehmen können. Und das wäre ein sehr, sehr positives Level, wenn wir nach oben laufen. Ansonsten, wie schon gesagt, mit Blick auf den Tag nochmal näher herangestellt, wichtig wäre es, was passiert jetzt hier. Fallen wir unter das Median drunter, dann ist der Weg nach unten hin frei und dann sollte man sich eher damit beschäftigen, hier das klassische Range-Szenario mit auf der Uhr zu haben. Das heißt, unten kaufen, oben verkaufen, um das Tingeln in der Range mit durchzunehmen. Das wäre das. Und ja, ich würde sagen, Fragen sind durch. Wir haben es jetzt 8 nach 9. Danke fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen, wenn es um 8.30 Uhr wieder heißt. Marktbesprechung, Tickmess tägliche Trading-Ideen. Ich freue mich schon drauf. Also, bye bye und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.